Ja, und hallo und herzlich willkommen wieder zum Let's Play Classic, das schwarze Auge, Teil 1 der Nordland-Trilogie, die Schicksalsklinge. Ich befinde mich hier immer noch in Torval. Mein Name ist Captain und ich bin hier unterwegs mit meiner Frauenpower-Gruppe von der Andergasten Geheimgarde, die unterwegs ist, die Orken. Wo will ich gar nicht hin? Unterwegs ist, die Orken aufzuspüren. Wo sind wir jetzt hier? Travia-Tempel. Bitten werden nicht erhört. Okay. Um quasi die Orken aufzuhalten, denn das ist der Geheimauftrag, den die haben. So. Aber vorher müssen wir in der Zwingfeste weitergehen. So. Denn wir müssen hier diesen Auftrag noch erfüllen, damit wir noch mehr Geld kriegen und noch mehr Gegenstände finden. Und da werden wir schon gleich wieder von ein paar bösen Buben überwältigt. Nee, wir sichern den. Und 5, das ist zu weit. Aber du kannst nach da gehen. 3. Und Angriff. Nichts getroffen, verdammt. Dann 6 ist zu weit. Aber 2 nach vorne gehen und Feuer frei. 6 Schaden. Galetta, du bewegst dich einfach nur dorthin und sicherst ab. Beiler. Zielfeld ist blockiert. Ach, da steht jemand. Dann gehst du halt mal eben hier drüben hin. Und du gehst dahin, damit greifst jetzt den an. Nochmal 7, jawohl. Wir müssen uns nämlich konzentrieren auf eine Figur. So, sichern. Und Angriff. 6, sehr schön. Und noch einen Schaden bitte. 4, nein, er fällt noch nicht um. Jetzt ist er umgefallen. Gut. Die Magier natürlich so dumm in der Ecke stehen bleiben müssen, ist natürlich echt nervig. Aber ohne Astralenergie sind sie halt auch echt nutzlos. Da steht jemand oder steht er da? Nee, da steht niemand. Genau, und Angriff. Der nächste Pfeil fliegt. Und Angriff. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich muss nicht mehr rangehen, aber ich muss bei so Leuten wie das jetzt hier. Kann ich Waffe wechseln auf irgendwas? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mich hier raus befreien und trotzdem noch angreifen. Zack. 2 und damit ist er weg. Sehr schön. Dolch, Rapier, Dolch, Dolch. Und Dukaten und 6 Abenteuerpunkte. Ja. Abenteuerpunkte ist echt wenig, was man hier kriegt. Ich dachte, das ging mal besser. Gibt es da unten noch was und da hinten geht's runter. Gucken wir jetzt mal, was hier hinten noch ist. Bin gar nicht
Sie sicher, oder? Na gut, wir müssen reingehen. Komm. Was haben wir hier noch? Ach. Müssen wir mal wieder tauschen hier. Komm. Arnhild. Walte deines Amtes. Jetzt könnt ihr wieder tauschen. Hier ist gar nichts drin. Kann ich irgendwie die Wände nach Norden irgendwie gehen? Nein, geht auch nicht. Ein leerer Raum mit nichts drin. Gut. Und hier ist nichts. Entweder ist hier nichts oder es gibt hier eine Geheimtür. Genau. Genau, Traviane brecht eine Geheimtür in, schafft es aber nicht, sie zu öffnen. Gut, dann müssen wir Arnhild halt wieder nach vorne setzen. Komm. Arnhild Beiler entdeckt die Geheimtüre und schafft sie sogar zu öffnen. Da haben wir sie doch. Na gut, kriegen wir doch nochmal was ab. Ihr hört ein scharfes Klicken, als die Tür hinter euch wieder ins Schloss fällt. Aus feinen Düsen in der Decke senkt sich ein gelblicher Nebel auf euch herab. Okay. Und? Passiert irgendwas? Nein. Und? Hier kann ich durchgehen. Na gut. Dann gehen wir in die zweite Etage runter. Aber erstmal macht Arnhild. Moment. Wunden. Auf. Moment, auf wen denn jetzt? 26, 30, 21. Auf Mirnhild. Genau, muss nämlich ihre Schwester heilen. Ah, okay. War noch nicht lang genug her. Gut, ein leider misslungen und schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Jetzt beim zweiten Mal geht's. Ups, und beim Drehen. Der Räuber hat einen Attackepatzer gemacht. Sehr schön. Ist jetzt eng genug. Sichern. Sichern. Gut, gehst du dahin. Angriff. 4. Angriff. 7. Neun. Na, vielleicht kriegen wir den sogar in einem Mal rum. Ohne dass er nochmal angreift. Jawohl. Sehr schön. Dolch und ein Rapier. 5 Silber, 6 Abenteuerpunkte. Dann schauen wir doch einfach mal, was in der zweiten Ebene ist. Ach, da ist noch ein Räuber. Gut. Ich dachte schon, das ist der, der geflohen ist. Aber nee, es ist noch einer. Zauberer, du wirst hier stehen bleiben und sichern. Und du wirst da stehen bleiben und sichern. So, damit ihr den Weg blockiert. Du gehst hinter den. Feuer frei. 9. Du gehst neben den. Nochmal 8. Ungültiges Ziel.
wird, musst du halt jetzt vor die andere gehen. Nochmal 8. Oh, kann sogar nochmal angreifen. 6. Nochmal angreifen. 5 und damit ist er weg. Das Graja noch und ein Dolch. Das Bier lassen wir liegen. Jo, haben wir hier jetzt irgendwas? Hier sehen wir nur die Wand. Ich glaube, irgendwer ist schon ziemlich angeschlagen, oder? 8, 7? Teilen das halt zumindest schon mal ganz gut auf. Hier, ach, die 24 Tanelen geben wir mal hier an die Magierin. Und auch die ganzen Fundwertsachen ab an die Magier. Die stehen sowieso jetzt momentan nur im Weg rum. Dann können die anderen wenigstens volle Pulle sich bewegen. So. Genau, jetzt können die sich mir alle mit 8 bewegen, nur die Magier halt eben nicht. Gut, dann plopp, hier geht's rein. Ah, ein Patron. Ja, gucken wir doch gleich mal. Kurzbögen, Bolzen, Pfeile. Ach, kommt die 50 Pfeile, die nehmen wir natürlich mit. Eine Armbrust nehmen wir mit. Die Bolzen lassen wir hier. Oder? Ja, lass mal drin. Die 3 Kurzbögen, ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Die Wurfmesser lassen wir hier. Das bringt nicht viel. Diese Truhe, was haben wir hier? Einen starken Heiltrank. Ach, ein Schwert. Und noch ein Schwert. Säbel, 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 Säbel. Kriegsball. Kriegsball. Dolch, 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 Dolch. Ich glaube, ich gehe schnell verkaufen. Komm, raus hier. Los, niemanden begegnen. Ha, gut. Von einem Weiten kommt im weiteren Tempo eine Kutsche angerast. Sie nimmt keinerlei Rücksicht auf die Leute auf ihrem Weg, die in panischer Hast in Hauseingänge springen, um nicht überrollt zu werden. Den Pferden steht der Schaum vorm Maul und der Kutscher hat den Blick eines komplett Wahnsinnigen. Ihr könnt gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, bevor die Kutsche herannaht. Nur Silvana Alrix steht mit starrem Blick mitten auf der Straße und rührt sich nicht. Aber wie von Zauberhand gelenkt, rast das Gespann um Haaresbreite an ihm vorbei, an ihr vorbei. Ein Passant sieht Silvana Alrix nachdenklich an und meint dann, na, da haben wir noch mal Glück gehabt, Tja, die wusste halt genau, dass da nichts passiert. So, Grollo, komm, wir verkaufen jetzt. Die Armbrust, die Kurzbögen, die Schwerter nicht, die Säbel, die Schwerter kann ich noch gebrauchen, dann muss ich sie nämlich nicht kaufen. Noch ein Säbel. Säbel, Säbel, Kriegsbeil. Und noch diese ganzen Dolche. Ach, 50 Dukaten schon hier. Okay, und haben wir noch das hier, das hier, das hier. Und was haben wir noch? Diesen ganzen Schlodderdotsch. Und da haben wir doch schon 72 Dukaten bekommen. Und jetzt gib mir das Doppelte. Haben wir 50% mehr Traviane.
Noch weniger. Gut, 20% mehr. Komm. Ach, na gut. 1%. Na komm, 0. Ist genug. Geld habe ich genug jetzt. 156. Also bitte. Fehlt mir nur noch ein Schwert, oder? Also, Arnhild hat ein Schwert. Rosena hat ein Schwert. Ja, ein Schwert fehlt mir noch. Und dieses Empfehlungsschreiben kann ich wegschmeißen jetzt. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt deutlich genug und die 50 Dukaten kriege ich ja dann auch noch. So, jetzt kriegst du noch ein Schwert. Da. Komm, gib mir das doch bitte günstiger. Jawohl. Nur 6 Dukaten, jawohl. Okay, zack. Und da haben wir alles. Körperkraft 12. Mhm. Da sind doch schon 2, die nur noch 7 haben, ne? Ach ne, die brauchen wir vorne, genau, falls wir jetzt gleich wieder was aufmachen müssen. So, wir gehen nämlich jetzt wieder zurück. Wir wollen nämlich in den weiteren Dungeon vordringen. Sind nämlich immer noch viel zu sehr damit beschäftigt. Ich habe offensichtlich Alarm ausgelöst. Oh, da sind sie. Gut, können wir uns dahin bewegen? 5, 6, 7, 7 nur. Dann bewegen wir uns nur dahin und greifen den an. 7, sehr schön. Du machst einen Angriff auf den da. 8. Du machst einen Angriff auf den da. Nix. Du gehst dort rüber. 6. Immer schön den Ausgang sichern, damit die gar nicht erst auf doofe Gedanken kommen. Sieben, jawohl. Ich habe 7 Schaden bekommen. Komm. 7. Jawohl, der ist weg. Was war jetzt das blaue Bild eigentlich nochmal? Keine Ahnung. So. Du gehst hier rüber, dann musst du nämlich aus deiner Ecke rauskommen. Dann können nämlich alle 4 schießen. Sichern. 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 Ah, jetzt hat er mich verletzt, Mist. Gut, jetzt haben wir dich aber in der Zange.
gut. Was macht denn meine Katze da hinten schon wieder? Die spielt schon wieder mit irgendwas. Und weg ist er. Dolch, Dolch, Rapier. Rapier und ein Dukat und 6 Abenteuerpunkte. Gleich mal alles wieder hier unseren Magiern geben. Myrnhill ist nicht gut drauf und Rosena auch nicht. Komm. Fünf. Wunderbar. Das hat geholfen. Und nochmal 3. Gut. Du siehst nicht gut aus. 5. 2 und 2 und 4. Gut, 27. Drei Punkte. Und Anhel kriegt 2 Punkte. Okay. Aber jetzt sind sie wieder einigermaßen fit. Wo sind wir? Hier oben, alles klar. Dann gehen wir jetzt nach unten. So, in dem Raum eben war ich schon drin. Dann ab nach Süden. Okay, tasten wir die Wände ab. Bei genauem Hinsehen entdeckt Arnhild Beiler eine Geheimtüre in der Wand. Leider schafft sie es nicht, sie zu öffnen. Warum schafft sie denn das nicht? Und jetzt schafft sie zu öffnen. Okay, gut. Dann können wir ja sogar weitergehen hier. Und da gibt es noch eine weitere Tür. Okay. Und hier können wir weiter. Ups. Wen haben wir denn da? Kriege ich den ins Visier? Nein. Und sicher, Silvana Alrix hat leider nicht mehr so viele Punkte. Na gut, dann halt abwarten. Dann haben wir den hier. Wie ist dort vor? Ein Pirat, okay. Und zack, nichts getroffen, verdammt. Du gehst da drüben hin, um das Feld zu blockieren. Gut, da kann sie jetzt nichts mehr machen. Aber der kann von dort schießen. Oh, trifft nichts. Und nochmal angreifen. Angriff abgewehrt. 9, jawohl. Getroffen. Dann gehst du jetzt mal auf die andere Seite und schießt von dort. 9, nochmal. Sehr gut. Und du schießt von dort. 6.
Das glaube ich sogar jetzt auch wieder, wenn ich das immer so sehe, vielleicht doch ein Vorteil mit den Fernkampfwaffen. Denn man kann sogar in zwei Reihen stehen und schießen, ohne dass man jetzt quasi. Genau, und da kann man nämlich auch schon treffen. So, Silberschock, Skraja, Endermesser. Ah, der hat mehr gebracht. Sehr schön. 30 Abenteuerpunkte. Endlich mal einer, der ein bisschen mehr gebracht hat. Diese ollen einfach Piraten, die waren einfach so lästig. Die haben auch nichts gebracht. So, der hat also die ollen einfachen Räuber, sagen wir es mal so. Okay, hier geht hier irgendwas. Zack, nein. Und hier geht's weiter. In der Mitte muss noch ein Riesenraum sein, irgendwie, wo man reinkommt. Aber wahrscheinlich nicht. Okay, hier kann man aufmachen. Ich sehe da schon eine Truhe drin. Hier befindet sich ein Loch im Boden, das in einen Schacht mit einer eisernen Leiter führt. Wollt ihr die Leiter hinabsteigen? Nein, machen wir jetzt noch nicht. Dann gehen wir lieber noch mal in diesen Raum. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Oh, das wird jetzt viel. Gleich mal nach da hinten weg verpissen. Oh, scheiße, ich habe die Sachen nicht umgestellt. Du hast nur 5 Bewegungspunkte, was ziemlich übel jetzt ist. Na gut. Angriff. 7. Ein Treffer. Oh, ein Bogenschütze. Jawohl, kann er das sogar noch angreifen. 9.6. Jawohl, der erste ist weg. Gut. Das sind jetzt aber wirklich viele. Wenn ich jetzt den Fulmen irgendwo draufsetzen will, muss ich erstmal in Position gehen hier. Ich gehe mal hier drüben hin. So, vielleicht kann ich ja ein paar ablenken. Und der hier kommt mit. Weit weg, dann geht er halt so weit wie er kann. Du versuchst dich mit dem da drüben in der Ecke. 8. Nicht getroffen. Jetzt, wenn ich jetzt mit da hingehe, kann ich von hier aus einen Fulmen zaubern, ne? Zu wenig Astralenergie.
Und wenn du jetzt einen Blitzdichtfind zauberst. Der Räuber ist geblendet, jawohl. Schießt einer, 7. Ups, die kriegen aber ganz gut was ab jetzt hier. Immer einmal bewegen. Sieben. Okay, 7. Getroffen. Nicht. Krieg die ganze Zeit von dem scheiß Bogenschützen da eins reingewirkt. Kampf. Komme ich nicht dran. Dann machen wir halt den Blitzdichtfind auf den anderen. Gut, du stehst schon mal schützend vor dem anderen und machst aber noch einen Blitz, dich find zu wenig. Wird bewusstlos. Nein, verdammt. Sowas Übles. Ach, einer weniger. Sieben. Angriff. Aggressiv. Das ist nur ein Räuber, der steht im Weg. Komm. Will er wieder nicht. Jetzt geht's auf Myrnhild. Ach Mann, du hattest doch auch gerade eben was. Komm. Angriff. Die kriegen jetzt alle ziemlich starken Paar auf die Klatsche. Komm, hopp. Ach. Komm, jetzt du aber. 9. Immer noch nicht. Nochmal. 4. Du kannst dich ein paar Felder bewegen. 6, 7, 8. Sechs. Fünf, jawohl. Dann kannst du den nämlich noch in den Rücken schießen. Ach, nichts passiert. Ja, ein Angriff auf den da. Normal. Ich hätte die von Anfang an vorne als Ziele nehmen sollen, die Magier. Nicht.
Nochmal 9. Jawohl, einer wieder weniger. Moment. Komm. 9. Immer noch nicht. Verdammt. Schwieriger Kampf jetzt. Nein! Ups! Gestorben oder was? Gestorben oder... Oh, das wird schwierig. Abgehauen. Ich hoffe, dass die nur bewusstlos sind und nicht tot. Wenn die tot sind, wird das ein kurzes Unterfangen. Der ist auch weg. Und neun, der ist auch weg. 1, 2, 3. Kann 3 Felder gehen. Kann 2 Felder noch näher kommen. Nein! Ah. Bewusstlos. Ich glaube, die eine ist tot. Ich glaube, die eine ist echt tot. Muss ich echt sagen. Ich hätte vielleicht doch echt mal speichern sollen zwischendrin. Konnte ahnen, dass hier gleich so eine Riesentruppe kommt. 5, da kann ich hin. Kriegt noch die letzten fertig. 6. Du darfst dahin. Ach Mann. Gut, ist auch weg. Passiert halt, wenn man echt nicht aufpasst.
Ach. Kommen den letzten jetzt noch. Und noch ein Angriff. Jawohl. Gut. Mehr. Was ist da hinten noch? Schlüssel. Goldschmuck. Rapier. Skraja. Orknase. Säbel. Dolch. Nächste Karten, 54 Abenteuerpunkte. Remira ist tot. Sylvana ist fast tot. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich versuche einfach nur jetzt mal auf dem schnellsten Wege hier rauszukommen. Hier bedeutet, wie ich muss hier hoch. Da ist die Truhe. Dann geht's da raus. Zack, so. Zack. Und jetzt echt die Frage. Heiler, kriegt ein Heiler das hin? Also, das wäre jetzt echt die Frage. Wo sind denn die Heiler nochmal? Die Lilanen sind die Heiler. Da. So. Remira. Hier versagen leider meine medizinischen Kenntnisse. Shit, vielleicht ein Wunder erbeten. Wer kann denn das jetzt? Mann, das ist echt übel. Fex kann hier nix. Vereine ist das, oder? Oder? Welcher Gott war das? Wie heißen denn die Götter nochmal? Mensch, da muss ich nochmal genau nachgucken. Bei welchem Gott könnte man denn das überhaupt machen? Pereine. Heilen. Ja. Pereine ist der richtige Gott. Heilen. Ach, Geburt. Zartempel, genau, da bin ich doch gewesen. Wo ist denn der Zartempel? Geburt, der TSA-Tempel. Wo ist der TSA-Tempel? Da ist der, da bin ich doch rausgekommen, direkt am Markt. Der kann. Die können wiederbeleben. Ups, falsch. Zack, so. Und. Ist er das? Nee. Direkt daneben war er. Ist er das? Das ist der Zartempel. Komm. Ich kann noch mal Geld geben. Komm, hier. 200. Komm, bitte. Tauch. Müssen wir jetzt echt beten hier. Ich hab doch was gespendet. Komm, ich muss die ganze Zeit durchbeten. Komm, 300. Liebe Götter.
500. Wie viel muss ich denn jetzt geben, damit das klappt? Die ganze Gruppe. Aber Remira wird nicht gehandelt. Oh, ich darf hier, glaube ich, die ganze Nacht durchbeten. Komm, ich gebe alles, was ich habe. 770. Und jetzt wird durchgebetet. Und sie ist am Leben. Jawohl. Ach, Gott sei Dank. Ey, ich bin echt... Jetzt beten wir aber noch die Nacht durch hier. Komm, und sie ist voll geheilt. Och, da fällt einem der Stein im Herzen. Jawohl. Gucken wir sie uns an. 39, 32, 32, 32, 22, 32. Ach Gott, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin jetzt zwar wieder blank, aber sie ist am Leben. Ach. Und mit dieser Glückstat, sage ich jetzt mal, beende ich diese Runde, diesen Let's Play-Teil. Und das allererste, was ich machen werde, ist abspeichern. Also, bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.